Hallo und willkommen zum zu kleinen Fossa-Gehege. Raus, 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 freilassen. Okay, Müll, das kriegen wir hin. Gut. Dich hauen wir jetzt nochmal in die Mitte rein. So, wir gucken gleich mal, wo wir hier viel Müll haben. Aber erstmal machen wir eins vorbei. Vorbei. Zu Ende. So. Wir haben die Tische. Wir haben die Tische mit. Okay. Wir brauchen Tische platzieren. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das vorstelle. Kriegen wir zwei hin. Hier kriegen wir... So. Okay. So, Tische zuweisen. Das kriegen wir nicht ganz hin, aber das ist nicht schlimm. Können wir ja trotzdem stehen lassen. Ja, dich kopieren wir nur. Können sich ja trotzdem hinsetzen. Jetzt bräuchten wir Licht, Boden. Irgendwie was für einen Boden. Ternfall, nee. Irgendwas, was ich am Boden hinstellen kann. Nee. Nee. Hier? Irgendwie, als ob die keinen Strom haben. Der keinen Strom hat. Okay. Das ist nicht geil. Leute, das ist nicht geil. Oh Mann. Mich, wenn ich jetzt hier hinsetze. Auch nicht geil. Ist nicht geil. Leute. Wenn ich dich jetzt hier hinsetze. Müssen wir gleich mal gucken wegen Müll. Das müsste ja an sich alles immer noch im Arbeitsbereich sein. Ja. Dann machen wir das eben so. Müll. Haben wir irgendwelche Mülleimer, die sich jetzt gerade hier schon ein... Zum Beispiel. Wir setzen da einen hin, da einen. Na, kriegen wir das da hin? Da hin. Gut, dann hauen wir jetzt hier mal die Roboter rein.
Otter. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Das ist die Otter. Eins bis fünf Tiere. Okay. Ich würde sagen, wir machen das. Barmittel verkaufen. Attraktivität. Niedrigste zuerst. Geld? Nee. Aktivität. Niedrigste zuerst. Barmittel. Schönen Dank. Tschüss. Und jetzt was für die Bildung. Einfach was geht. Wir brauchen für das Vivarium dich. Das gleich noch mal ein bisschen ein. Sofern es halt geht. Perfekt, gut. Das ist noch nicht freigeschaltet. Wir sind hier bei Feuchtigkeit 70. 70. Perfekt. Okay, Bindewaran Überbelegung, Emo Überbelegung. Sehr schön. So. Eins am anderen, Bindewaran. Oh, es gehört jetzt einfach damit zu, ne? Bindewaran. Okay, zack. Na. Tu's nicht. So. Wir brauchen dich und dich im Handelszentrum. Ja, den Rest holen wir da raus. Bindewaran. Okay, du bist im Handelszentrum. Du und Spiel, geh mir nicht auf den Sack. Emo-Überbelegung. Wie immer. Emu. Ja. Raus. 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 Einlassen. Ist gestresst. Immer gleich. Sehr gut. Was hast du denn für Sorgen? Okay. Oh, es gibt ja sogar Leute, die futtern kommen. Gestresst, okay. Herzlichen Glückwunsch. So. Essen, trinken, Energie. Hätten wir das auch schon abgeschlossen. Sehr schön. Könnten wir die Puffer noch abschließen? Dann finden wir den Sonnenbär. Den hätten wir alle Tiere erforscht. Und der Sonnenbär braucht ein großes Gehege. Sonnenbär. Der Sonnenbär. Den könnte ich ihn halten. Oh. Ein bis zwei. Zwei Männchen, Weibchen. Wir gehen mal in den Markt gucken.
was so vorhanden ist. Alter, bist du teuer. Egal. Wir haben es ja. Wir haben es doch. Na komm, nehmen Sie ihn. Ich würde das Ding schon gerne hier so hinsetzen. Und hier zur Auflockerung ein bisschen Grünzeug. Weil das Wetter ist ja natürlich eine absolute Katastrophe, ne? So, was sind eure Gedanken? So. Nehmen wir gleich Puffwasser. Puffwasser. Das Tier fordert meine Aufmerksamkeit. Okay. So, habe ich jetzt noch Stachelschweine? Aus dem Gehege. Ja, junge Stachelschweine habe ich noch. Gut, was sagt mein Personal? Hoch. Das läuft. Das läuft, das läuft. Ja. Ich bin gerade so ein bisschen... Habe gerade so meine Idee verloren, wie ich das Gehege machen wollte. Das habe ich so ein bisschen verloren. Aber wir werden es in der nächsten Folge auf jeden Fall anfangen. Nein. Aus. Pinselohrschwein. So, raus. Raus, raus. Ey, wie ich das hasse, dass immer die mal... Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß es nicht. So. Das auch nicht beibehält, ne? Ich weiß es nicht. Okay. Ich bin immer noch über... Ich brauche eh noch... Wir haben so viel Pinsel aus Schweine. Deswegen kommen ja die Krankheiten. Oh, tschüss, tschüss. Ey, lassen. Kriegen wir da irgendwie noch... Na, Spiel? Wollte schon sagen, habe ich die zum Abstürzen gebracht? Vermehren sich wie die Schweine. Ja. Kein Mensch. Und ich weiß nicht, warum er das macht. Warum macht das Spiel das? Ob das mit der FPS-Zahl zusammenhängt? Ja, ich weiß, dass das Spiel dadurch mächtig Probleme kriegt. Oder bekommt. Von diesen Viechern habe ich denn?
Inselohr. Ja, das kann sich jetzt noch um Stunden handeln. Als ich das so einigermaßen ausgesiebt habe. Ja. Es wird nicht schön für euch enden. Ihr habt eine übermäßig riesige Population erschaffen. Ich sieb erstmal aus. Ich bin einfach überlegen, ob ich nicht einfach sage. Ich markiere jetzt alles. Du und du. Ihr bleibt drin und der Rest wird raus. So. Krankes Tier entdeckt, ja. Ist ja schon da. Sauberkeit. So, was habe ich jetzt noch mit Moorantilope? Muss ich nachkaufen? Eisnacken-Moorantilope. Nö. Noch genug. Da habe ich noch genug. Gut. Und ich würde hiermit sagen, beende ich die Folge und nächstes Mal bauen wir das Sonnenberggehege. Bis denn, ciao.